Werden Daten von 10 Megabit bis 100 Megabit übertragen, reichen zwei verdrillte Adernpaare aus. Wir unterscheiden zwischen Straight-Through- und Crossover-Kabel. Die Adern 1 und 2 sowie 3 und 6 werden dafür verwendet. In einem Straight-Through-Kabel sind die Adern 1 und 2 für das Senden zuständig und die Adern 3 und 4 für das Empfangen. Bei einem Crossover-Kabel wird die Ader 1 auf Pin Nummer 3 und Ader 2 auf Pin Nummer 6 aufgelegt. Man sollte darauf achten, dass die Adern 1 und 2 sowie 3 und 6 jeweils aus einem verdrillten Kupferadernpaar bestehen.